Moin Leute und herzlich willkommen zur 19. Folge von Subnautica. In der letzten Folge waren wir in der Pilzhöhle. Und heute machen wir mal was ganz anderes. Aber bevor ich irgendwas mache, zeige ich euch mal, was hier alles passiert ist. Denn euch fällt vielleicht auf, dass hier die Batterieladestation fehlt und hier das Medikit und der Kommunikator und da der Fabrikator und da das Beet. Das ist jetzt alles hier in diesem Raum. Ich habe hier einen Innenbeetkasten, einen weiteren Innenbeetkasten und zwei normale Pflanzentöpfe. Einmal mit dem Knollenbaum und einmal mit dem Laternenbaum. Der Medikit-Fabrikator hängt jetzt da oben. Einfach weil ich plane, hier einfach noch ein paar mehr hinzuhängen. Hier ist ein Mülleimer übrigens. Ja, und das ist jetzt meine Workstation-Wall, Wand, wie auch immer. Hier haben wir einmal Batterieladestation, die Energiezellenladestation, den Fabrikator, die Modifizierungsstation und den Kommunikator. Und dann haben wir hier direkt neben den beiden hier einen Extraschrank für ich kann keine Ahnung, was für die Masse von Batterien ist. Und Energiezellen. Aber hören wir uns erstmal wie immer die Nachricht an. Partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Das war's mit der Folge. Ich bin gerade mehr als creeped out. Würde man so in Englisch jetzt schon sagen. Bist du schon ausgewachsen? Ja, du bist schon ausgewachsen. Lul. Kann ich endlich los dich loswerden? Ja. Ich habe übrigens auch ein Aquarium mit diesen beiden Fischen gemacht und noch einen so ein kleiner Fischi. Ja. Hier ist nochmal Verstärkung. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja. In der heutigen Folge kümmern wir uns mal um den Krebs. Dafür gehen wir einmal hoch und schauen uns dann um. Hier ist die Fahrzeugstation und dann schauen wir uns mal an, was wir brauchen. Da, Krebs. Das berühmte Exoskelett mit dem schwierigen Umgebungsverfuß können wir Bestandteil unbekommen. Plast, Stahlbarren, Aerogel, emailliertes Glas, Diamant und Blei. Gut. Das besorgen wir uns mal, indem wir einmal reingehen, dann hier reingehen und mal schauen, wo das Rezept da ist. Plaststahlbarren, Blei. Okay, zweimal Diamant, zwei Blei. Zwei Diamant, zwei Blei. Wie macht man Plaststahlbarren? Da Plaststahlbarren. Titanbarren und Lithium. Also brauche ich jede Menge Titan. Okay, verstehe schon. Einmal so. Und dann 1, 2, 3, 4 davon. Und dann Fabrikator. Also einmal Titanbarren. Und nochmal. Und dann Plaststahlbarren. Und noch mehr. Dann, was braucht man für Aerogel? Oder ne, machen wir erstmal emailliertes Glas. Brauchen wir Glas und Pirscherzahn. Für Glas braucht man zwei Quarz. Wenn man zwei davon braucht, brauchen wir vier Quarz. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, und Pirscherzähne brauchen wir. Haben wir Pirscherzähne? Fragezeichen. Nein, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir uns das erstmal zusammensuchen. Glücklicherweise haben wir hier einen schönen Scannerraum, den wir erstmal einmal einen Computerchip machen. Hier am Fabrikator. Elektronik, Kupferdraht, Computerchip und dann hier wieder zurückgehen, bam, und uns den Scannerraum-Sichtfeld-Chip machen und ein Scannerraum-Reichweitenmodul.
Bam. Das Reichweitenmodul setzen wir uns hier rein. Und der Sichtfeldchip, der wurde uns automatisch angelegt. Und zwar hier. Bam, überträgt Scannerraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Und wenn wir jetzt nach Pirscherzahn suchen, sollte der das auch automatisch suchen. Was haben wir hier eigentlich noch? Reichweitenmodul, Beschleunigermodul. Mach ich mal noch ein Reichweitenmodul. Direkt. Und da. Und da haben wir auch schon unseren ersten Treffer. Dahin. Gut, da machen wir uns dann auch schon direkt auf den Weg. Das heißt, da ist nämlich dieses Biom mit den Pirschern drin. Das heißt, da werden vermutlich auch mehrere Pirscherzähne sein. Danke. Ah, da ist hier direkt Lull. Okay. Habe ich nicht erwartet. Pirscherzahn. Bauplan. Ich hinterfrage jetzt einfach mal nicht, warum das ein Bauplan ist. Ich könnte warten, bis hier noch irgendwas gefunden wird. Oder ich könnte einfach die entgegengesetzte Richtung fahren, schwimmen, tauchen. Wie nennt man das eigentlich? Fahren kann man das ja eigentlich nicht nennen. Gleiten? Ach, was weiß ich. Okay, hier ist der auch schon direkt. Nehmen wir mit. Und ich habe doch hier gerade nur noch diese Fische gesehen. Nicht? Dann schätze ich wohl nicht. Gut, auf zurück zur Basis. So, und dann sollten wir in der Lage sein, erstmal Glas herzustellen. Und wir brauchen nur eins. Oh, ups, okay. Naja. Und emailliertes Glas. Bam. Und dann brauchen wir nur noch Aerogel. Da brauchen wir Gelsack und Rubine für. Gelsack haben wir. Rubine haben wir auch. Bam, bam. Heißt, das können wir uns machen. Direkt Lull. Und nochmal. Und dann auf zu unserer wunderbaren Station. Ich vergesse immer, in welche Richtung die ist. Norden von der Base aus. Okay. Einmal drauf da. Und Leute, Krebs. Lecker. Ach, ich überschätze mich nicht. Oh, eine andere Stimme. Oh ja, das ist nice. Okay, gut. Bevor ich jetzt aber damit rumspiele, mehr oder weniger, schauen wir mal kurz hier rein, hier rein, hier rein und gucken. Oh, Titanbarren Blei. Titanbarren Blei. Schmierstoff. 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 Also, einmal bitte Schmierstoff. Und dann Titanbarren. Und Titanbarren. Gut, und jetzt sollten wir alles haben. Perfekt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo soll das Tauchdock hin? Das könnte ich eigentlich direkt daneben machen, oder nicht? Lupp. Ich würde es sogar anbieten, hier das hinzumachen. So, ist das jetzt genau gleich aufgebaut? Ja. Gut. Lupp. Und das sollte jetzt verbunden sein. Ja, let's go. Und dann einmal zum Krebs hier hin. Schon mit dem englischen Akzent. Bam. Und, boah, das ist cool. Der ist gar nicht so praktisch, aber ja, ich möchte ihn einfach nur haben.
So, und hoch. Boah, das sieht nice aus. Das müsst ihr schon sagen. Gut, machen wir noch zuletzt die Fahrzeugstation. Kupferdraht. Oh, wieso kostet denn alles immer so viel Kupfer? Leute, ich habe nicht so viel Kupfer. Glaube ich zumindest. Ich habe ein Kupfer. Wieso muss ich jedes Mal Kupfer sammeln? Warte, ich hab doch hier. Warte, Kupfer. Wo macht man das nochmal? Aha, in Kalkstein aufschüssen. Kalk. So, Pischerzahn kannst du schon auf. Da, Kalksteinbrocken. So. Meine Güte, wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Ich kick. Naja, dann sammle ich erstmal ein bisschen Kupfer. Wow, ich habe so viel Spaß. Haha. Aha, Kracherfisch heißt dieser Typ. Dieses Mistvieh. Meine Güte. Was für ein nerviges Ding. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Einmal. Einen Kupferdraht. Dann muss ich nochmal rausgehen. Um ein bisschen davon zu holen. Dann gehe ich zu meinem Aquarium und lasse den Fisch nochmal raus. Und dann muss ich erstmal Wasser herstellen. Wasser. Und nochmal Wasser. Okay, ich habe mehr Wasser, als ich gedacht habe. So, und das trinken wir dann. Bam. Gedanke. So, und dann einen Computerchip. Und noch ein Kupferdraht. Bam. Und dann sollten wir, genau, alles für die Fahrzeugerweiterungskonsole fertig haben. Auf zu unserem wunderbaren Exoskelett. So. Bitte sehr. Tada! Leuchtest du? Lull. Okay. Gut, was haben wir denn hier alles so? Krebsmodule. Tiefenmodul, Wärmereaktor, Sprungtrieb, Torpedoarm. Okay, also bisher habe ich nur den Torpedoarm, aber ich schätze mal, da wird es noch mehr geben. Perimeterabwehrsystem, Polyanilin. Alles klar. Ich denke, da werde ich auch erstmal Frachtmodul und so reinmachen. Aber, okay. Frachtmodul. Das mache ich entweder auf Cam oder in der nächsten Folge. Ja, das war schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und schönen. Nee, einen schönen Nachmittag. Oder einen schönen späten Nachmittag. Je nachdem, ich weiß nicht, ob das Samstag kommt oder Mittwoch. Aber Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Oh ja, epic.